GMPTV hier mit Anna Köster. Anna, du hast eben einen harten Kampf gehabt. Führ uns mal bitte durch den Kampf. Ja, was soll ich sagen? Also mir hat der Kampf Spaß gemacht. 3 Runden, wir haben uns, glaube ich, nicht viel geschenkt und sind beide gut nach vorne gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich habe ganz gut mit Low Kicks gepunktet und es ist aber ein Unentschieden geworden. Also, ja. Ja, und bei der Urteilsverkündung, da hast du den Kopf geschüttelt. Anscheinend, Florian, bist du nicht so damit einverstanden. Nö, bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, weil wir uns ganz klar vorne gesehen haben. Ja, man kann zwar sagen, von beiden Kämpferinnen sind viele Schläge in die Deckung gegangen. Ja, okay, wenn das so ist, dann ist gut. Aber dafür haben wir wesentlich mehr gekickt und gepunktet dadurch. Und klar, uns war es klar bewusst, dass wir gegen eine Bremerin kämpfen, gegen alle Lokalmatadorin. Wir mussten eben halt ein bisschen mehr machen und ich bin der Meinung, wir haben mehr gemacht als sie. Ja, ich muss das sagen, Lukas Roschak, dein Trainer, er sieht auch schon ganz schlecht gelaunt aus, aber mit der Leistung warst du zufrieden, oder? Aber nur nicht mit dem Urteil. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Ich finde es einfach nur traurig, dass ihr hartes Engagement und ihr hartes Training nicht belohnt worden ist, so wie es eigentlich sein müsste, weil so wie ich den Sport verstehe, zählen eigentlich immer noch die Treffer und nicht die Schläge gegen die Deckung. Anna hat in jeder Runde 5, 6, 7 Low-Kicks getroffen, auch die Fäuste sind immer wieder durchgekommen. Samira hat super gekämpft, keine Frage, aber die Treffer und die Trefferüberzahl lang ganz klar bei Anna. Und dafür ist der Sieg dann natürlich, sollte bei Anna sein. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, verständlich, verständlich. Florian, wo ich dich schon mal hier habe, erzähl uns doch mal was. Wann bist du zurückgetreten? Warum? Welche Gründe? Ja, das war ein schleichender Prozess. Gib dir mal das Mikro. Das war ein schleichender Prozess. Ich habe das jetzt nicht jetzt so offiziell gesagt. Ab heute bin ich zurückgetreten. Nach meinem letzten Kampf gegen Daniel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich dann auch so für mich meine Konsequenzen gezogen, weil ich war immer ein Typ, der immer gegen die Besten kämpfen will. Und in dem Fall habe ich es dann gemacht. Momentan im Schwergewicht ist nichts da, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und für mich war es dann auch die Entscheidung zu sagen, okay, da ist jetzt auch nichts mehr. Ich habe eine Familie, ja, mit der ich ausgefüllt bin, wunderschön ausgefüllt bin und habe eben halt nicht mehr die Zeit, mich voll auf so einen Kampf drauf vorzubereiten. Das erstmal das eine und das andere, ich werde dieses Jahr 40 und dann muss man dann auch irgendwann mal sagen, ist es gut. Ich bin froh, dass ich verletzungsfrei aus der ganzen Geschichte rausgekommen bin und bin dem Sport trotzdem weiterhin treu und bin froh, heute hier mit Anna da zu sein und weiter die Jungs, die dann eben halt Bock auf den Sport haben, zu fördern. 40 ist das neue 20, Florian. Ja, ich hatte gerade eine Anfrage bekommen, tatsächlich wieder zu kämpfen auf einer schönen Veranstaltung gegen Karl Gleschinski, weil wir da eigentlich noch eine Rechnung offen haben, aber man muss auch mal sagen, jetzt ist gut, ne? Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Klar juckt es mich immer mal wieder so, aber mein Verstand sagt eben halt, komm Flo, jetzt ist mal gut. Danke dir. Anna, wie sieht die Zukunft aus? Was hast du geplant? Ja, genau, also mir hat der Kampf total viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei Samira nochmal für den schönen Kampf. Also es hat, glaube ich, mir und dir beiden auch recht Bock gebracht. Ich habe Lust weiter zu kämpfen und mal gucken, was kommt. Ja. Rematch ja, aber nur nicht in Bremen. Überall, auch in Bremen. Auch in Bremen. Ich kämpfe gerne und genau, also. Okay, ihr habt die berühmten letzten Worte. Lukas, ich fange mit dir an. Ja, also ich ziehe meinen Hut vor Anna, wie sie sich vorbereitet hat. Immer fleißig, sie war immer da und hat sich sehr gesteigert. Und sie hat heute super gekämpft, aus meiner Sicht. Und eigentlich auch gewonnen. Und dann möchte ich mich natürlich bei euch bedanken. Ihr macht eine super Arbeit. Und natürlich beim ganzen Team Popeye.
ne, Zusammenarbeit mit Flo ist super, wir ergänzen uns und es geht immer weiter nach vorne. Natürlich auch bei Sven und Caro und bei allen, die bei Popeye trainieren. Dankeschön. Genau, ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die bei Popeye trainieren, bei Arthur, meinem alten Trainer, mit dem ich früher trainiert habe und ab und an nochmal ein bisschen trainiere, auch da, Dankeschön. Und natürlich an euch beide, an alle im Team und genau, macht Spaß so. Alles klar, danke. Florian. Ja, dem habe ich jetzt gar nicht groß viel hinzuzufügen. Ich bin eigentlich genau der gleichen Meinung. Ich bedanke mich bei Anna für die tolle Leistung. Es macht immer wieder Spaß, Mädels oder Jungs zu trainieren, die mit Ehrgeiz dabei sind. Und da wir uns jetzt bei allen bedanken haben, bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal bei dem Veranstalter heute. Und das ist so eine super Veranstaltung, dass wir hier dabei sein durften. Ist doch eine klasse Sache, da freuen wir uns immer wieder. Ich bedanke mich für das Interview. Danke.